Ihre Expertin für steuerliche und juristische Fragen, Rechtsanwalt Dr. Andreas Jäger von der Kanzlei Dr. Jäger aus Reutlingen und Rechtsanwältin Silke Kurz aus der Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei Kurz aus Ehningen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Forum Recht. Sie wissen, sie ist in aller Munde, die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und wir hoffen natürlich, dass es viel Grund zu Feier und Jubel gibt, insbesondere natürlich für unsere deutsche Mannschaft. Aber die beliebten Autokorsos direkt nach dem Spiel sind, ja, erlaubt oder nicht? Fragezeichen. Wir sprechen heute darüber und begrüßen hier im Studio Herrn Dr. Jäger. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Steck. Und der genaue Titel lautet Fußball und Autokorso, was ist erlaubt? Unser Einspielerfall, Thomas M. und seine Freundin Nadine A. sind leidenschaftliche Fans der deutschen Nationalmannschaft, schauen alle Spiele an, gehen zu Public Viewing und natürlich nehmen sie danach, wenn Grund zur Feier gegeben ist, an Autokorsos teil. Die Frage ist, wie gesagt, ist es erlaubt? Deutschland im Fußballfieber. Vor allem für überzeugte Fans der Nationalmannschaften stehen wieder turbulente Abende und feuchtfröhliche Siegesfeiern bevor. So mancher hat sich schon mit allen möglichen Fanartikeln und Fahnen für die Fahrzeuge eingedeckt. Für viele ist völlig klar, die erwarteten Siege der deutschen Mannschaft werden sie auch in diesem Jahr wieder zusammen mit Gleichgesinnten mit dem Auto auf der Straße als Teilnehmer eines Autokorsos feiern. Aber darf man das denn überhaupt? Herr Dr. Jäger, ich gebe die Frage aus dem Einladungsfilm direkt an Sie weiter. Darf ich an einem Autokorso teilnehmen? Ist das erlaubt? Ich möchte jetzt nicht als Spaßbremse erscheinen, aber solche Veranstaltungen sind erlaubnispflichtig und wenn man keine Erlaubnis hat, verboten. Der deutsche Gesetzgeber hat das sehr gründlich geregelt mit einer Vorschrift, die auch für einen Rechtsanwalt nicht unbedingt alltäglich ist. Ich habe mir das mal ausdrucken lassen und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also der Paragraph 29 der Straßenverkehrsordnung regelt: Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden, bedürfen der Erlaubnis. Erster Teil, ist mal gut. Jetzt geht's weiter. Das ist der Fall, wenn die Benutzung der Straße für den Verkehr wegen der Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmenden oder der Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge eingeschränkt wird. Autokorso? Aber der deutsche Gesetzgeber geht noch weiter. Kraftfahrzeuge in geschlossenem Verband nehmen die Straße stets mehr als verkehrsüblich in Anspruch. Und damit hat der Gesetzgeber den Sack zugemacht. So, und jetzt kommt wie immer in einem deutschen Gesetz die Konsequenz. Veranstaltende haben dafür zu sorgen, dass die Verkehrsvorschriften sowie etwaige Bedingungen und Auflagen befolgt werden. Das ist die gesetzliche Ausgangssituation. Das heißt also, ein Autokorso wäre grundsätzlich mal erlaubnispflichtig. Was bedeutet das für die Praxis? Gut, wir haben jetzt in der Praxis natürlich das Problem, dass so ein Autokorso, ähnlich wie es auf Neudeutsch heißt, Flashmob-Veranstaltung, sehr spontan entsteht. Mit der Konsequenz, da gibt es keinen Veranstalter, der das offiziell ausruft. Und es wird wahrscheinlich auch niemand jetzt richtig Lust haben, die Verantwortung für alle anderen Verkehrsteilnehmer und deren ordnungsgemäßes Verhalten auf sich zu nehmen. Bedeutet im Klartext, dass solche Autokorsos stattfinden können, beruht heute zu 100% auf die Duldung durch die Ordnungsbehörden und durch die Polizei. So, und das kann man jetzt beklagen. Das heißt, man kann jetzt sagen, das westliche Abendland geht deswegen unter, weil die Behörden jetzt vor dieser Geschichte kapitulieren. Umgekehrt gibt es natürlich Stimmen, die sagen, uns Mitteleuropäern würde es ganz gut tun, wenn man ein etwas, sagen wir mal, lockereres Verhältnis zu den eigenen Vorschriften bekommt, jedenfalls mal in solchen Ausnahmesituationen. Wie immer man dazu steht, man muss sich aber auf jeden Fall immer darüber im Klaren sein, dass in dem Moment, wo man als Teilnehmer eines Autokorses unterwegs ist, die Grenze zur Rechtswidrigkeit bereits überschritten hat, rein formalistisch. Und welche Verkehrsregeln gelten im Korso? Auch die Frage lässt sich sehr eindeutig beantworten. Alle, ausnahmslos alle. Fangen wir mal mit den etwas einfacheren und leichteren Geschichten an. Also auch hier gibt es eine wenig bekannte Vorschrift in der Straßenverkehrsordnung, das ist der Paragraph 30. Auch den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da steht drin, unnützes Hin- und Herfahren in geschlossenen Ortschaften ist nicht erlaubt, wenn andere dadurch belästigt werden. So, Herr Steck, wir kennen uns lange genug und ich sehe es Ihrem Gesicht an, dass Sie jetzt natürlich die naheliegende Frage schon auf der Zunge haben. Jeder Fußballfan wird sagen, das ist nicht unnütz, wenn ich den Sieg meiner Mannschaft feiere. Ich bin aber sehr sicher, dass wir vor Gericht damit nicht durchkommen und immerhin ist das dem deutschen Gesetzgeber ein Bußgeld von 10 Euro wert. Ein immer wieder auftauchendes Problem ist, bei so einem Autokorso muss ich an Ampeln anhalten, da geht das Ding auseinander.
Ganz eindeutig ja. Also auch diese Vorschriften gelten. Man muss jetzt auch im Autokorso, wenn es einen Rückstau gibt, den Kreuzungsbereich freihalten, darf also nicht in die Kreuzung reinfahren und die blockieren. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, wenn man dann bei einem Rotlichtverstoß geblitzt wird, kann man im Regelfall auch nicht mit Gnade rechnen. Das heißt also, wir haben hier das Problem, wenn die Ampel mit einer Kamera überwacht wird und es werden dann einzelne Verkehrsteilnehmer geblitzt, das kann also durchaus sein, dass die fällig sind, dass die Bußgelder, Fahrverbote und alles Mögliche bekommen. Und wenn es dann im Kreuzungsbereich noch zu einem Unfall kommt, dann kann es passieren, dass man die Alleinhaftung bekommt wegen des qualifizierten Rotlichtverstoßes. Und was noch viel schlimmer ist, es kann passieren, dass die eigene Vollkaskoversicherung die Deckung ablehnt, weil man ja im Prinzip vorsätzlich gehandelt hat. Man ist ja vorsätzlich bei Rot über die Ampel gefahren in der Situation. Das heißt also, die Gefahr, hier ein sehr großes Fass aufzumachen, ist sehr groß. Jetzt kann man natürlich weiter fragen. Es ist sehr häufig bei so einem Autokurs so, dass A, die Leute nicht angeschnallt sind, B, zu viele im Auto sind, manche bald auf dem Dach fahren, schwenken, sich aufhalten. Was ist davon zu halten? Auch das schlicht und einfach nach den Vorschriften unzulässig. Das heißt, auch im Autokorso riskiert man ein Bußgeld von 30 Euro, wenn man sich nicht anschnallt. Und man riskiert ein Bußgeld von 80 Euro als Fahrer, wenn man sein Fahrzeug mit zu vielen Personen überlädt. Ganz einfach. Fußballfans bringen ihre Freude im Autokorso dergestalt zum Ausdruck, dass sie dauernd hupen. Ja, auch das Hupen ist natürlich grundsätzlich innerhalb geschlossener Ortschaften, außer in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, also als Warnsignal, verboten. Das gilt übrigens nicht nur für Autokorsos jetzt bei Fußballweltmeisterschaften, sondern das gilt auch für die berühmten Hochzeitszüge, wo Hupen durch die Gegend gefahren wird. Allerdings ist hier, das muss man einfach sagen, die Duldungsrate von Polizei und Ordnungsbehörden sehr groß. Also im Regelfall passiert allein wegen des Hupens nichts. Abgesehen vom Corso, wenn einer allein mit seinem Auto durch die Gegend fährt und er hat die berühmten Fanartikel da drin, also was weiß ich, fahren am Fenster und so, was müssen wir da beachten? Man muss auf jeden Fall beachten, dass diese Fanartikel sicher angebracht sind. Also auch da kann es zu erheblichen Folgen kommen, die man normalerweise nicht sieht. Also wenn einer seine Fahne beispielsweise nur ins Fenster steckt und dann losfährt, etwas schneller fährt, die Fahne löst sich und beschädigt ein anderes Fahrzeug, dann ist es ganz klar, dass der Schädiger für diesen Schaden am anderen Fahrzeug haftet. Und was dann viele nicht wissen, das bezahlt noch nicht mal die Haftpflichtversicherung, weil der Schaden durch ein Teil entstanden ist, das nicht als zugelassenes Fahrzeugteil in den Versicherungsschutzumfeld. Das heißt, das zahlt man wirklich aus der Privatkasse, wenn man mit seiner Fanfahne jetzt ein anderes Fahrzeug beschädigt. Und dann gilt natürlich der Grundsatz, dass man die eigene Sicht nicht beeinträchtigen darf. Es wäre also verkehrt, jetzt die Windschutzscheibe mit der Deutschlandfahne zuzuhängen. Frage natürlich über das hinaus, was ist schon noch zu beachten? Gut, eins der Hauptthemen bei diesen Autokorsos ist natürlich der Alkohol. Das heißt, jedes Fußballspiel, das denke ich, wird jeder nachvollziehen können, lässt sich viel besser anschauen, wenn man dabei ein oder vielleicht auch ein zweites Bier getrunken hat. Das kann jeder nachvollziehen und das verträgt sich dann hinterher mit diesen Autokorso-Fahrereien nicht. Und wir hatten es in früheren Sendungen Forum recht mehrfach ausgearbeitet. Es genügt bereits eine Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille, wenn ein Fahrfehler dazukommt, dass man nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern die Straftat der Trunkenheit im Verkehr begeht. Und wenn das an einem hängen bleibt, wohlgemerkt 0,3 Promille, das ist wirklich nicht viel, wenn das an einem hängen bleibt, dann wird die Euphorie über den Sieg und die Freude relativ schnell einem sehr großen Katzenjammer, wenn man danach ein halbes, dreiviertel Jahr später noch was davon hat, weichen. Abschließend gefragt, Herr Dr. Jäger, was ist unseren Zuschauern zu raten? Gut, unseren Zuschauern ist jetzt in der konkreten Situation einfach zu raten, dass man jetzt in der Situation, wenn man dann wirklich an einem Autokorso teilnimmt, die größtmögliche Rücksicht auf sich und auf andere nimmt. Das heißt also, einfach noch vorsichtiger in dieser Situation ist. Und die Situation an sich ist durchaus auch dadurch etwas entschärft, dass im Prinzip alle in diesem Autokorso das gleiche Ziel haben. Es geht nicht darum, möglichst schnell irgendwo hinzukommen, sondern im Gegenteil, es geht im Prinzip darum, sich möglichst lange an einem Ort aufzuhalten und seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Das ist eigentlich einer der Gründe dafür, warum in diesen Autokorsos doch noch relativ wenig passiert. Sie müssen sich aber, und das ist mein Anliegen heute, immer darüber im Klaren sein, dass Sie rein formalistisch betrachtet, wenn Sie an einem Autokorso teilnehmen, die Grenze zur Rechtswidrigkeit schon überschritten haben. Und im Augenblick beruht das alles auf einer Duldung durch die Behörden. Jetzt lassen Sie aber irgendwo in der Republik, in Berlin, in Frankfurt, sonst irgendwo, das muss mit uns hier in Reutlingen gar nichts zu tun haben, etwas passieren, dass jetzt ein Kind oder jetzt wer auch immer zu Schaden kommt, Beispiel in der Love Parade, wo die Stimmung dann in der Bevölkerung und auch bei den Behörden sehr schnell gekippt ist, dann wird auch hier, was die Duldung von solchen Autokorsos und die Ahndung von Verstößen, die dort begangen werden, betrifft, sehr schnell ganz andere und neue Regeln gelten. Und man muss sich immer einfach darüber im Klaren sein, dass man sich nicht
auf der sicheren Seite befindet, das vor allem die Gruppe nicht schützt. Ein Wort noch dazu. In unserem Grundgesetz in Artikel 3 steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und wir hören dann in solchen Situationen immer wieder das Argument, wenn die das dürfen, dann darf ich das auch. Das ist mitnichten so. Das Bundesverfassungsgericht hat vor vielen Jahren schon gesagt, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Das heißt, wenn Sie derjenige sind, den die Polizei aus diesem Corso rauszieht und dann wegen irgendwas belangt, dann sind Sie derjenige, der auch Pech gehabt hat. Und das sollte einfach klar sein. Im Übrigen bleibt uns hier von Forum Recht Ihnen eine wirklich schöne Weltmeisterschaft zu wünschen. Herr Dr. Jäger, herzlichen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, da kann ich mich voll anschließen. Genießen Sie die WM, genießen Sie die Spiele, freuen Sie sich über die Siege unserer Nationalmannschaft, aber werden Sie eben nicht leichtsinnig euphorisch. Ich danke für Ihr Interesse und freue mich auf ein Wiedersehen bei der nächsten Ausgabe von Forum Recht. Passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiedersehen.